das war gar kein Audio. ATS Powerrüstung MP47 A. Sicherheitsüberprüfung G. Ja, Überprüfung. Zum Lesen dieses Handbuchs erforderlich. Die normalen als Prototyp vorliegende Arztpowerrüstung MP47A, in der Folge als Arztrüstung bezeichnet, wurde entwickelt, um den Soldaten auf dem Schlachtfeld als automatischer Sanitäter zu dienen. Der Prototyp ist lediglich, verfügt lediglich über Medex-Verabreichungssysteme. Bisschen runter. Der Serientyp wird auch über Stimpax und andere injizierbare Medikamente verfügen. Die Benutzeranforderungen für die Powerrüstung besagen, dass sie sogar einem Kind eingesetzt werden könnte, ohne das Handbuch zuvor gelesen werden muss. Ohne dass das Handbuch zuvor gelesen werden muss. Aus diesem Grund wurde ein integriertes Computersystem mit verbalem Feedback-Reaktionssystem installiert. Der Soldat auf dem Schlachtfeld legt die Rüstung an und die Rüstung erledigt dann den Rest. Sie ermittelt automatisch die körperliche Verfassung des Soldaten und verabreicht das Medex nur bei Bedarf. Ich frage mich, ob wir davon süchtig werden können. Ich habe die Rüstung noch nie getragen. Im Falle einer Verlängerung des Verteidigungsvertrags werden die integrierten Computersysteme erweitert, um Offizieren Daten der Befehlsebene bereitzustellen. Durch einen speziellen Selbstzerstörungsmechanismus, der anscheinend nicht geklappt hat, wird Deserteuren eine tödliche Injektion verabreicht. Diese Systeme bleiben bis zur Vertragsverlängerung offline. Ich hoffe, wir sind kein Deserteur. Okay. Wir wechseln aber wieder die Rüstung. So. Ich hätte meine Tesla-Rüstung nämlich gern wieder. Die hat nämlich nur 34, obwohl das ist nicht schlecht. Ja, wir reparieren sie demnächst mal. Gucken mal. Außerdem bin ich überladen. Ach ja, Hilfe, trink. Okay. Ich find's ja eh krank, dass er einfach mal so einen Beutel voller Blut trinkt. Okay, hier lang. Ich glaube, wir könnten... Nee, wir sind nicht richtig. Das ist ein toter Kerl. Was hat denn der hier? Ja, ein Licht. Okay, dieser Gang ist ein Dead End. Weiter. Beziehungsweise nicht weiter, sondern zurück. Wir wechseln mal die Waffe. Wir nehmen mal den Hochleistungsofen, denn unsere Rache ist schon ziemlich gedamaged und das wäre eigentlich Munitionsverschwendung, in diesem Zustand mit dieser Waffe zu schießen. Hier könnte es gefährlich sein. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Sharon. Von da kamen wir. Dann gehen wir doch mal den Rundgang weiter. Ich sehe noch nichts auf dem Radar. Ich schleiche aber mal. Weil so ein kritischer Treffer macht schon viel mehr Schaden. Nuka-Cola. Raketen. Raketenwegwerfer. Jetzt sag nicht, ach doch, die Nuka-Cola ist zu viel, ist doch logisch. Kleidung, können wir was wegwerfen? Nein. Ja, ich verarbeite sie. Dann lass so. 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 Ist das schon viel besser. Ah, schnell, Werkzeugschrank. Pümpel, tolles Werkzeug. Oh, das ist cool. Ich verstehe noch nicht, wie man die Blut, sag ich schon. Da ist Uhr unter dem Blut, genau. Nein, Quatsch. Ich verstehe nicht, wie man so eine Uhr mit Blut vollmatschen kann. Mitnehmen. Ach, wieso sind die alle verschlossen? So kleine Tricksteile. Mitnehmen. Ja, das hat sich wenigstens gelohnt. Ja. So. Mitnehmen. Okay. Raketenwerfer brauchen wir nicht. Das heißt, wir gehen wieder zurück und in die andere Richtung. Wir sind, glaube ich, links gegangen und es gab rechts noch einen Weg in der Höhle. Hier ist echt nichts mehr. Schade. Ja. Diesmal habe ich mich mit den Richtungen auch nicht vertan. Das passt alles supi. Aber ich sehe schon, da ist direkt was um die Ecke. Stimpack. Hallo. Ja, ich habe auch einen. Nein, wenn ich wieder. Ich erkenne irgendwie gar nichts, wenn er so leuchtet. Sherwin brennt. Los geht's. Das ist eine Leidenschaft für mich zu kämpfen. Wenn du da stehen bleibst, kann ich dich auch viel besser treffen. Ich muss aufpassen, dass ich Sherwin nicht treffe. Ich habe keine Lust, dass Sherwin auf mich losgeht. Ja, komm, jetzt. Renne. Okay, das macht keinen Sinn. Im Nahkampf ist die Waffe scheiße. Eugene, 21 Schuss bringt's nicht. Mesmetron bringt's nicht in der Situation.
Noch, ich habe den Blackhawk nicht bei. Will keine normale benutzen. Nehme ich halt mein Jockschwert. Ach, Mist. Sturm! 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 Wir hauen dich so weit zurück in die Steinzeit, dass, du gar nicht glauben willst. Einfach normal drauf klatschen. Ich glaube, das geht schneller. Ab und zu ein Stimpack nehmen, damit ich hier nicht verrecke. Wäre ja unschön, wenn ich so viele Stimpacks habe und dann noch verrecke. Jetzt muss ich aber echt Stimpacks nehmen. Kann ich hier nicht die Arme irgendwie verkuppeln? Oh, oh, wir haben schon wieder zwei auf uns, glaube ich. Ja, das wird so nix. Okay. Es geht nicht anders. Nimm schon. Okay, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Vielen Dank. Ja, gut. Ich habe echt nicht gewusst, wie ich mich anders herausholen soll. Wie viele Stimpacks ich jetzt wohl verbraucht habe? Ich will gar nicht nachgucken. Nein, will ich nicht. Links oder rechts? Wir gehen geradeaus. Nichts auf dem Radar, das ist fein. Da war ein Tresor. Nur nochmal gerade in die Ecke geschaut. Aufbrechen? Ja, klappt sogar. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Sehr schwer, ach komm. Macht's mir nicht sehr schwer. Okay, der war perfekt. Laubbläser. Mini-Atombombe. Erste-Hilfe-Kasten. Erste-Hilfe-Kasten. Gleisnägel, Gleisnägel. Ledergürtel. Das sah ein bisschen aus wie eine Waffe. Okay, Licht macht keinen Unterschied hier. Elektrischer Leiter. Nein, nein. Ja. Coca-Cola. Okay, weiter. Auch ein Dead End. Alles kacki. Gehen wir halt rechts lang. Packen das Schwert nochmal weg. Boah, drei Todeskrallen. So nah beieinander. Das ist schon unfair. Es geht weiter nach oben. Das gefällt mir nicht. Hallo. Computer. Werkzeugschrank, der leer ist. Wunderbar. Hilfekasten, Praxo, sogar Bomben, ne, Pfeile. Metallkiste, Gleisnägel. Also wir werden hier echt gut ausgestattet dafür, dass hier so viele Todeskrallen sind. Ah, hallo, was bist du? Automatische Wartung. Darf ich mir das vorstellen, bitte? Klammer, Klammer. Ich wollte nicht Erlaubnis aufgefüllt, ich wollte es nur noch ein Ding entfernst. Dann nehmen wir halt dich. Okay, korrekt, nicht konkret. Okay, weitere überragende. Robco finden Sie in. Ich verstehe es nicht. Haust du mich tot? Hallo? Persönlichkeit festgeladen. Robco, Angriff. Ich hau dich tot. Ich hau dich zusammen. Anscheinend hilft das mir, aber das ist gut. Komm, mach den letzten Schuss. Ich auch einigermaßen. Werkzeugschrank. Kammerjäger ist gut. Kammerjäger tut mir nichts. Das weiß ich noch aus den Wopco-Werken, genau. Okay. Ich frag mich, ob die Einstellung aus den Wopco-Werken einen Einfluss auf ihn hat. Das ist ja interessant und verdammt, das Steam. Eben hier durch. Okay, das ist das epischste Dead End, das ich je gesehen habe. Oh, ich habe aus Versehen die Aufnahme gestoppt, weil ich mich erschrocken habe. Okay, wieder da rein. Hier drüben. Oh, sie ist uns gefolgt. Verdammt. Ja, wir sehen uns hier wieder. Wir sind wieder hier unten, okay. Folgt sie uns immer noch? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt aber die Energie hochpushen. Und jetzt will ich wissen, oh Gott, wie viele Stimpacks ich noch habe. 90, ja, das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Wenn es unter 50 geht, bin ich wieder unglücklich und wenn es unter 10 ist, dann könnt ihr alles vergessen. Jetzt die Frage, aber wo müssen wir hin? Unterirdischer Bereich Old Orney. Das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Naja, hoch da. Okay. Was zum... Hallo. Wie zum Teufel sind Sie hier hereingekommen, Glatthaut?
Wer seid ihr und was macht ihr hier unten? Na großartig, Ghule. Ich hasse...